Milliarden von Menschen auf der Welt verpassen die neutestamentliche Botschaft eines Lebens in Fülle. Die menschliche Vernunft, einschließlich unbiblischer Vorstellungen von menschlicher Liebe, führt die Welt weiterhin zu Leid, Verwirrung und Katastrophen. Was ist der wahre Weg zu Liebe und Frieden in der Welt? Die meisten bekennenden Christen kennen die Antwort. Matthäus 22, Vers 37. Jesus Christus gab diese beiden Grundsätze, die jeder Mensch befolgen sollte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Meine Freunde, das ist der Weg zum wahren Leben, zum Sinn und zur Erfüllung. Aber warum genießen so wenige dieses wahre Leben? Weil die Menschen sich nicht gerne sagen lassen, was sie tun sollen. Es handelt sich um Gebote und die Menschen wehren sich gegen Gebote, auch gegen die 10 Gebote. Aber viele würden lieber unwissend bleiben, weil es ihren egoistischen Wünschen entspricht. Aldous Huxley, der berühmte englische Schriftsteller, hat diese Sichtweise gut ausgedrückt. Die meiste Unwissenheit ist unbesiegbare Unwissenheit. Wir wissen nicht, weil wir nicht wissen wollen. Es ist unser Wille, der entscheidet, wie und zu welchen Themen wir unsere Intelligenz einsetzen. Das ist aus Ends and Means, Seite 312. Aber es gibt einen Gott und er befiehlt uns, ihn zu lieben. Das erste große Gebot, Gott zu lieben, wird durch die ersten 4 der 10 Gebote definiert. Und das 4. Gebot der 10 betont eine wöchentliche Handlung, um Gott zu lieben. 2. Mose 20, Verse 8 bis 10. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Meine Freunde, werden Sie Gott lieben? Werden Sie das 4. Gebot befolgen? Sie müssen die wahre christliche Lebensweise und den wahren Sabbat Jesu Christi kennenlernen. Bleiben Sie dran! Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt genießen Feiertage. Sie feiern weltliche Feiertage und religiöse Feiertage. Muslime beten am Freitag und folgen dem Ruf zum Gebet 5-mal am Tag. Juden auf der ganzen Welt feiern seit Tausenden von Jahren den Sabbat, den Tag, der jeden Freitagabend bei Sonnenuntergang beginnt und bis zum Sonnenuntergang am Samstag andauert. Bekennende Christen versammeln sich zum Sonntagsgottesdienst und erklären, dass dies der wahre Tag für die Anbetung sei. Die Sabbat-Kontroverse hält seit Jahrhunderten an. Hat das Neue Testament die Einhaltung des Sabbats durch den Sonntagsgottesdienst ersetzt? Sollten religiöse Menschen irgendeinen besonderen Tag als heilig absondern? Oh, befiehlt uns die Bibel, den Sonntag, den ersten Tag der Woche, als Tag der Anbetung zu begehen? Oder sollten Christen den 7. Tag, den Sabbat, einhalten? In der heutigen Sendung werden wir diese Frage anhand der Bibel beantworten. Die wichtigsten Fragen des Lebens werden in ihrer Bibel beantwortet. Und doch gibt es selbst unter bekennenden Christen religiöse Konflikte und Unterschiede. Warum halten so viele bekennende Christen den Sonntag, während andere den Samstag als Sabbat halten? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns die Anfänge des Christentums an, wie sie in Ihrer Bibel aufgezeichnet sind. Wenn Sie Ihre Bibel haben, schlagen Sie Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 42 auf. Im 1. Jahrhundert nach Christus hatte der Apostel Paulus am Sabbat in der Synagoge von Antiochia gepredigt. Seine Zuhörerschaft bestand sowohl aus Juden als auch aus Nichtjuden. Nachdem die Juden die Versammlung verlassen hatten, trugen die Heiden eine Bitte vor. Das war Jahre nach dem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung von Christus. Wenn die Christen den Sonntag einhalten würden, hätten sich die Heiden am nächsten Tag, dem Sonntag, mit dem Apostel Paulus treffen müssen, nachdem sie sich am Samstag in der Synagoge getroffen hatten. Aber taten sie das? Apostelgeschichte 13, Vers 42. Als sie aber hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Also wann? Am nächsten Tag? Am Sonntag? Nein. Die Heiden baten darum, dass ihnen diese Worte am nächsten Sabbat gepredigt würden. Lesen Sie das noch einmal in Ihrer eigenen Bibel. Die Heiden baten darum, dass ihnen diese Worte am nächsten Sabbat gepredigt würden. Meine Freunde, die neutestamentliche Gemeinde des 1. Jahrhunderts hielt den 7. Tag Sabbat ein. Lesen wir weiter in Apostelgeschichte 13, Vers 43. Und als die Versammlung auseinanderging, folgten viele Juden und fromme Proselyten Paulus und Barnabas. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Und nun hören sie zu. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören.
Ja, es war die Gewohnheit des Apostels Paulus, am Sabbat zu predigen, wie es in Apostelgeschichte 17, Vers 2 heißt. Viele bekehrten sich zum Christentum und hielten sich weiterhin an das vierte Gebot. Paulus predigte sowohl zu Juden als auch zu Heiden, wie wir in Apostelgeschichte 18, Vers 4 lesen. Bei dieser Begebenheit war er in Korinth. Und er, der Apostel Paulus, lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Die Christen des ersten Jahrhunderts nach Christus hielten den siebenten Tagssabbat ein. Aber wann wurde er auf den Sonntag verlegt und wer machte die Einhaltung des Sonntags populär? In der katholischen Enzyklopädie steht zum Thema Sonntag Folgendes. Zitat: Tertullian ist, 202 nach Christus, der erste Autor, der die Sonntagsruhe ausdrücklich erwähnt. Wir müssen uns gemäß der Überlieferung, außer am Tage der Auferstehung des Herrn, nicht bloß des Kniebeugens, sondern auch jedes Anzeichens der Furcht und jedes daraus hervorgehenden Dienstes enthalten, wobei wir auch unsere Geschäfte aufschieben, um dem Teufel keinen Raum zu geben. Ende des Zitats. Das war erst 202 nach Christus, mehr als 170 Jahre nach dem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung des Heilands Jesus Christus. Und erst im 4. Jahrhundert nach Christus führte Kaiser Konstantin den Sonntagsgottesdienst im gesamten Römischen Reich ein. Konstantin war ein heidnischer Sonntagsanbeter gewesen. Im Jahr 321 nach Christus erließ er das folgende Edikt: Am ehrwürdigen Tag der Sonne sollen alle Magistrate und das Volk ruhen. Der sonnenanbetende Kaiser Konstantin erklärte den Sonntag zum Tag der Ruhe. Aber womit wurde das begründet? Selbst der bereits erwähnte Tertullian berief sich auf die Tradition als Autorität. Hören Sie, was ist Ihr Fundament der Wahrheit? Was ist die Quelle Ihrer Religion? Ist es Tradition im Gegensatz zur Bibel? Ist es die kirchliche Autorität im Gegensatz zur Bibel? Oder ist es die Bibel selbst? Jesus hat eine sehr deutliche Warnung ausgesprochen, wenn menschliche Traditionen den Geboten Gottes widersprechen. Schlagen Sie bei Markus im 7. Kapitel nach. Viele Kirchen haben den falschen Weg eingeschlagen. Genau wie die Pharisäer zur Zeit Jesu, Markus 7, Vers 7, sagte Jesus: Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. Trefflich hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Überlieferung aufrichtet. Das ist eine Warnung, von der ich hoffe, dass sie von uns allen beherzigt wird. Jesus erklärte, er sei der Herr des Sabbats. Er hielt den Sabbat regelmäßig ein und er hat das Sabbatgebot nicht gebrochen, wie einige Theologen behaupten. Wie es in Johannes 15, Vers 10 heißt, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe. Und wir als Christen müssen uns bemühen, dem Beispiel unseres Erlösers zu folgen. Er warnte uns: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Matthäus 27, Vers 21. Meine Freunde, werden Sie dem Beispiel von Jesus Christus und den Anweisungen Ihrer Bibel folgen? Oder werden Sie der Tradition der Menschen folgen? Schlagen Sie in Ihrer Bibel Markus 2, Vers 27 auf. Jesus sagte, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und beachten Sie, was Jesus nicht gesagt hat. Er sagte nicht, der Sabbat sei für die Juden gemacht. Nein, der Sabbat ist für die ganze Menschheit gemacht, für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf dem Planeten Erde. Das ist es, was Christus verkündet hat. Wir haben gesehen, dass Jesus seine Jünger angewiesen hat, die 10 Gebote zu halten. Er selbst hielt den siebten Tag als Sabbat ein, ebenso wie die Apostel. Aber gibt es noch andere Beweise aus dem Neuen Testament, dass Christen den Sabbat halten sollten? Ja, die gibt es. Schlagen Sie in Ihrer Bibel das 4. Kapitel des Hebräerbriefs auf. In diesem Kapitel wird der Sabbat als Typus der tausendjährigen Ruhe und als Erinnerung an die Ruhe Gottes bei der Schöpfung dargestellt. Hebräer 4, Vers 8. In Hebräer 4, Vers 8 wird der Ungehorsam der alten Israeliten auf ihrem Weg in das verheißene Land beschrieben. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, wäre hernach nicht von einem anderen Tag die Rede. Hören Sie nun Vers 9. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Das ursprüngliche griechische Wort für das Wort Ruhe in Vers 9 ist Sabbatismus, was laut Vines Expository Dictionary of Biblical Words Sabbateinhaltung bedeutet. Sowohl die Schlachterbibel als auch die Elberfelder Bibel übersetzen Vers 9 mit Sabbatruhe. Ja, es gibt eine Sabbatruhe für das Volk Gottes, sogar bis zum heutigen Tag.
Ist damit nun eine symbolische Ruhe oder eine buchstäbliche Sabbatruhe gemeint? Das Anchor Bible Dictionary zitiert mehrere säkulare griechische Schriften, in denen Sabbatismus wörtlich Sabbateinhaltung oder Sabbatfeier bedeutet. Hey, meine Freunde, es steht außer Frage, dass dieser Vers eine neutestamentliche Aussage über die wörtliche christliche Einhaltung des Sabbats ist. Im Kontext des vierten Kapitels des Hebräerbriefs ist sowohl von symbolischer als auch von buchstäblicher Ruhe die Rede. Das griechische Wort Katapausis wird in diesem Abschnitt auch mit Ruhe übersetzt. Aber beachten Sie, was Gott über diejenigen sagt, die jetzt in Gottes Ruhe eingetreten sind. Das heißt über diejenigen, die bekehrt sind, über diejenigen, die jetzt Christus nachfolgen. Beachten Sie diese wichtige Aussage in Vers 10 von Hebräer 4. Denn wer als individueller Christ in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken. Beachten Sie, so wie Gott von den Seinen. Wenn wir als bekehrte Christen von unseren Werken ablassen sollen, so wie Gott von seinen, dann müssen wir einfach die Frage stellen, wie hat Gott von seinen Werken abgelassen? Vers 4 in Hebräer 4 gibt uns die Antwort. Denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebenten Tag. Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Hier gibt es kein Rätselraten. Die Christen des Neuen Testaments sollen genauso ruhen, wie Gott am siebten Tag geruht hat. Die Bibel ist sehr klar. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament geben den Christen ein klares Beispiel und die Anweisung, den Sabbat heilig zu halten. Das wissenschaftliche Anchor Bible Dictionary bekräftigt die Verantwortung der neutestamentlichen Christen, den Sabbat zu halten. Darin heißt es, Zitat, das physische Sabbathalten des Gläubigen des Neuen Bundes, wie es durch die Sabbatruhe bekräftigt wird, verkörpert die Unterlassung von Werken, Kapitel 4, Vers 10, zum Gedenken an Gottes Ruhe bei der Schöpfung, Kapitel 4, Vers 4 entspricht Genesis 2, Vers 2, und manifestiert den Glauben an die Erlösung durch Christus. Ende des Zitats. Das ist eine ganz klare Aussage. Ist Ihnen klar, meine Freunde, dass das vierte Gebot nicht am Berg Sinai zur Zeit Moses eingeführt wurde? Es existierte bereits bei der Neuschöpfung, wie wir in 1. Mose 2 und Vers 2 lesen. Das vierte Gebot besagt, gedenke des Sabbattages, 2. Mose 20, Vers 8. Gott hat den wöchentlichen Sabbat nicht zur Zeit des Mose eingeführt. Gott hat den Sabbat mehr als 2500 Jahre vor Mose eingeführt. Ihre Bibel beweist diese Tatsache. Die entscheidende Frage ist, wer oder was ist Ihre Autorität? Ist es die Bibel oder irgendeine Kirche oder Religion im Gegensatz zur Bibel? Wie wir gesehen haben, berufen sich einige religiöse Führer, einschließlich der römisch-katholischen und der protestantischen, auf die Tradition oder die kirchliche Autorität und nicht auf die Bibel, um den Sonntag und nicht den Sabbat zu halten. Meine Freunde, wir können sehr dankbar sein, dass das ursprüngliche Christentum, das Christentum des ersten Jahrhunderts, das das vierte Gebot beachtete, bis heute fortbesteht. Das biblische Christentum hat sich trotz der Verfolgungen durch die Jahrhunderte gehalten. Im 17. Jahrhundert zum Beispiel wurden sabbatarische Christen in England auf der Suche nach religiöser Freiheit in den neuen Ländern, den Kolonien Nordamerikas, verfolgt. Die königliche Charta von 1663, die von Karl II. Von England gewährt wurde, garantierte der Kolonie Rhode Island Religionsfreiheit. Diese Charta kann heute im Staatshaus von Providence, Rhode Island, besichtigt werden. Stephen Mumford und seine Frau kamen im Jahr 1665 auf der Suche nach religiöser Freiheit nach Newport, Rhode Island. Sie waren die ersten christlichen Sabbathalter in Amerika. Als ihre Gruppe immer größer wurde, brauchten sie einen größeren Versammlungsraum. Die Sabbatarier bauten 1729 eine große Versammlungshalle. Sie wird heute von der Newport Historical Society erhalten. Wenn Sie jemals in Newport, Rhode Island sind, sollten Sie dieses historische Gebäude besuchen. Die älteste jüdische Synagoge Amerikas befindet sich nämlich direkt neben dem christlichen Sabbatgemeindehaus. In der Newport Sabbatarian Meeting Hall befindet sich eine erhöhte Kanzel. Hinter der Kanzel befinden sich zwei große Tafeln mit den zehn Geboten. Am unteren Ende der zweiten Tafel steht die kühne Aussage des Apostels Paulus aus Römer 3, Vers 31 in der King James Version. Heben wir das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Sondern wir richten das Gesetz auf. Ja, diese neutestamentlichen Christen bekräftigten ihre Treue zu der Aussage Christi. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Das ist Matthäus 19, Vers 17. Wie die im Newport Historical Museum aufbewahrten Aufzeichnungen der sabbatarischen Kirche enthalten die Namen der Mitglieder und ihre Beiträge.
Am wichtigsten ist, dass sich die Kirche in diesen Aufzeichnungen selbst als Hüterin der Gebote Gottes und des Glaubens Jesu und insbesondere des siebenten Tags Sabbats des Herrn beschreibt. Im Rhode Island des 18. Jahrhunderts gibt es weitere prominente Sabbatarier, darunter zwei Gouverneure der Kolonie Rhode Island, Richard Ward und sein Sohn Samuel, und sogar der erste Präsident der Brown University, James Manning, war ein Sabbatarier. Leider haben viele im Laufe der Jahrhunderte die menschliche Tradition über Gottes klare Lehren gestellt. Der bekannte katholische Theologe James Cardinal Gibbons schrieb diese kühne Aussage: Und dennoch können Sie die Bibel von der Genesis bis zur Apokalypse durchlesen und werden nicht eine Zeile finden, die die Heiligung des Sonntags autorisiert. Die Schriften bekräftigen die Einhaltung des Samstags, eines Tages, den wir nie heilig halten. Dies ist ein Zitat aus Gibbons Buch »Der Glaube unserer Väter«, das erstmals 1876 veröffentlicht wurde. Mit anderen Worten, Gibbons sagt, wenn die Bibel ihre Autorität ist, haben sie keine Grundlage für die Einhaltung des Sonntags. Die Heilige Schrift erzwingt, wie er sagt, die religiöse Einhaltung des Samstags. Wir stimmen mit dieser Aussage überein. Gibbons und andere katholische Autoritäten erklären, dass es die Autorität der katholischen Kirche ist, die christliche Welt von Samstag auf Sonntag umzustellen und nicht die neutestamentlichen Schriften, und das geschah auf dem Konzil von Laodicea in der Mitte des 4. Jahrhunderts. Außerdem ist hier ein Eingeständnis von Harold Lindzel, Herausgeber der Zeitschrift Christianity Today und Pastor der Southern Baptists, vom 5. November 1976. Es gibt nichts in der Heiligen Schrift, das uns vorschreibt, den Sonntag statt des Samstags als heiligen Tag zu halten. Werden Sie also den siebenten Tag Sabbat halten? Er ist ein Gedenken an die Schöpfung und weist auf den wahren Gott und den wahren Schöpfer des Universums hin. Auch das Buch der Hebräer im Neuen Testament betont den Sabbat als Vorausschau auf den tausendjährigen Sabbat, die tausendjährigen Herrschaft Jesu Christi auf der Erde. Der siebenten Tag Sabbat hat für Christen eine tiefe Bedeutung. Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. So steht es in Markus 2, Vers 27. Meine Freunde Christus und die Apostel hielten den siebenten Tag Sabbat und die biblischen heiligen Tage ein. Die Heilige Schrift erinnert uns daran, ihrem Beispiel zu folgen. Der Apostel Paulus schrieb an die Gemeinde in Korinth: Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. 1. Korintherbrief 11, Vers 1. Der Apostel Petrus ermahnte uns, dem Vorbild Christi zu folgen. 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Bei der Feier des neutestamentlichen Passafestes wies Jesus seine Jünger an, seinem Beispiel zu folgen, indem sie sogar den Dienst der Fußwaschung praktizierten. Jesus sagte in Johannes 13, Vers 15, Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Wir freuen uns auf den Tag, an dem alle Völker und alle Nationen tun werden, was Christus sagt. Der Messias wird Weltfrieden, eine Weltregierung, wahre Bildung und den biblischen Weg der Wahrheit, der Liebe und des Lebens errichten. Alle Völker werden die 10 Gebote einhalten. Sie werden den wöchentlichen Sabbat und die biblischen heiligen Tage einhalten. Was für eine wunderbare, friedliche und wohlhabende Welt wird das für alle Menschen sein. Werden Sie das 4. Gebot befolgen? Werden Sie die Anweisungen unseres Herrn in Matthäus 19, Vers 17 befolgen? Jesus sagte zu dem jungen reichen Mann und zu uns: Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Die Gebote Gottes sind eine Freude für wahre Christen. Der Apostel Johannes schrieb: Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5, Vers 3. Oder wie es in der King James Version heißt: Sie sind nicht beschwerlich. Der siebte Tag Sabbat bringt denen Freude, die ihn halten, wie Gott es befiehlt. Danke, dass Sie sich das angesehen haben. Wir hier bei der Welt von Morgen machen diese Videos, um Ihnen zu helfen, Ihre Welt durch die Seiten der Bibel zu verstehen. Wenn Sie dieses Video als hilfreich empfunden haben, liken Sie es bitte, teilen Sie es und abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie kein weiteres Video verpassen. Und wenn Sie mehr erfahren möchten, bestellen Sie unsere kostenlose Broschüre »Welcher Tag ist der christliche Sabbat?« Klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung oder bestellen Sie unter weltvonmorgen.org. Bis zum nächsten Mal!